So, müssen wir das also. Aha. Da würde ich sagen, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Okay, Erdgeschoss des Clubs sollte, glaube ich, aber wahrscheinlich Keller eher sein. Da gibt's was bei dem Club, das ich nicht so recht verstehe. Ich habe den Eindruck, dass das hier kein normaler, gewöhnlicher Jagdclub ist. Nein? Nun, Ihr Zimmer im Keller zum Beispiel. Sie haben sich wohl schon umgesehen. Nun, die Tür war offen und... Ist doch egal. Sie haben recht. Ja. Die Königlich Bayerische Hofjagdloge ist mehr als ein Jagdclub. Wir teilen auch außerdem gewisse philosophische Ansichten. Clubphilosophie. Die philosophischen Ansichten würden mich wirklich interessieren. Könnte ich Sie überreden, mich zu erleuchten? Sind Sie wirklich interessiert? Ja. Na gut. Sie scheinen ein Mensch zu sein, der unsere Denkweise zu schätzen weiß. Die Männer des Clubs und ich. Es ist unser Begehr, mit unserer wahren Natur wieder in Kontakt zu kommen. Aha. Stellen Sie sich vor, was unterscheidet den Menschen hier von den anderen Wesen des Planeten? Zivilisation, natürlich. Sie ist nichts Schlechtes, die menschliche Gesellschaft. Aber sie bezahlt einen schrecklichen Preis. Durch die Zivilisation hat der Mensch Kontakt mit sich selbst verloren, mit seinen Wurzeln, seinem Instinkt. Er ist eben fett geworden und faul. Eine stumpfe, rostige Klinge. Und das sind meine guten Tage. Stellen Sie sich ein Tier vor im Wald. Wachsam. Es riecht. Es sieht. Es spürt alles um sich herum. Es kann herausfinden, ob ein anderes Tier Tage vorher vorbeilief, wo Futter zu finden ist. Es kann Gefahr spüren. Stellen Sie einen zivilisierten Menschen in den Wald. Und er ist so gut wie taub, blind und dumm. Ah ja. Hat das aber nicht mit der biologischen Natur zu tun? Unser Geruchs- und Gehörsinn ist nicht so scharf wie der eines Wolfes zum Beispiel. Genau das ist es. Der Mensch hatte einmal alle diese Sinne. Aber Generationen von Stadtbewohnern haben die meisten Ursinne so gut wie verloren. Haben angefangen, genetisch zu verkümmern, wie Muskeln, die man nicht trainiert. Ich glaube, die Degenerierung kann aufgehalten werden. Wir könnten auch zurückgewinnen. Alles das, was verloren ging. Interessantes Konzept. Haben Sie Beweise, dass diese Sünde zurückgewonnen werden können? Beweise? Ich habe es selbst gespürt. Besser hören? Riechen, aber zu dokumentieren, das ist schwer. Wie weit können wir diese Ursinne wieder erlangen? Und wie stellen sie sich dann dar? Das muss alles erst herausgefunden werden. Sie sind sehr überzeugend, Friedrich. Das Potenzial ist zweifellos faszinierend. So, da haben wir doch was entdeckt, oder nicht? Erzähl mir mehr über die Philosophie. Aber wie kann jemand mit seinen tiefen Urtrieben wieder eine Beziehung herstellen? Hat das was mit der Jagd zu tun? Sie sind schlau. Das ist ein Teil davon, ja. Der Mensch ist oder war ein Raubtier. Aber leider war er zu klug zu seinem eigenen Schaden. Er fand heraus, wie man die Beute im Stall züchten konnte. Die Jagd hilft uns, mit unserer Raubtierseele wieder in Kontakt zu treten. Tun Sie das? Mit der Raubtierseele wieder in Kontakt treten? Jedoch einige von uns waren erfolgreicher dabei als andere.
So. Erzähl mir mehr über die Philosophie. Wie hat diese Philosophie die Männer im Club beeinflusst? Die Männer des Clubs sind alle exzellente Exemplare, die diese Philosophie benutzt haben, ihren Erfolg und Einfluss zu mehren. Die Wälder werden zu Konzernzentralen. Sie jagen ihre Konkurrenz. Einige der Techniken sind anwendbar, ja. Aber wenn die Sinne geschärft sind, kann man alle möglichen Reaktionen spüren, die sonst im Dunst verschwimmen. Hypothetisch gesprochen, glauben Sie, dass es möglich wäre, diese Philosophie zu weit zu treiben? Interessant, dass Sie so schnell darauf kommen. Mir ist das sehr lange nicht in den Sinn gekommen. Ich hoffe nicht. Oh. Er hofft es nicht. Ja, denn das prekäre Thema, der schwarze Wolf. Sagst du jetzt auch nein, dann behaupte ich, der ist nein. Kennen Sie den schwarzen Wolf? Oh, Verzeihung. Schon gut. Gunther! Würden Sie das bitte aufwischen? Knapp daneben. Alles in Ordnung? Ja. Danke. Ich bin so ungeschickt. Danke, Gunther. Was fragten Sie gerade? Ich habe gefragt, ob Sie den schwarzen Wolf kennen. Natürlich ja. Sie haben mich wohl erschreckt. Diese Morde in der Zeitung. Sie ließen mich entgleisen. Aus welchem Grund denn? Menschen werden ermordet. Kinder. Am hellen Tag. Die Natur kann so grausam sein. Aber sie folgt Regeln. Es wird nichts vergeudet. Überhaupt nichts. Nicht so. Und da sich der Club dieser Sache annimmt, unsere Philosophie erlaubt diese Dinge nicht. Keinesfalls. Das ist sicher wahr. Entschuldigung. Ich bin nur besorgt, dass wir unter diesen Umständen wahrscheinlich nicht im besten Licht dastehen. Die Jagd zu fördern, während solche Grausamkeiten in der Zeitung stehen. Sie müssen verstehen, die Natur, die ich vertrete, ist nicht die eines Mörders. Wenn ein gesundes Tier tötet, dann nimmt es nur, was es zum Überleben braucht. Und zwar mit Respekt. Nur der Mensch ist fähig zum sinnlosen Gemetzel. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ich bin sicher, dass die anderen auch so denken. Mächtig interessant das Ganze. So, was haben wir hier denn noch? Die Maske. Ist eine Spitzenmaske. Darf ich sie mir ansehen? Bitte sehr. Interessant. Afrikanisch? Nein, indianisch. Habe ich aus Brasilien. Von Glover sagt, sie sei indianisch. Siehste? Das soll übrigens eine Anspielung auf den ersten Teil The Voodoo Murders sein. Soweit ich das weiß. Ich habe den ersten Teil auch nie gespielt. Tja, was haben wir denn noch hier? Ich weiß nichts mehr, was ich sagen könnte. Okay, dann würde ich sagen, hauen wir mal wieder ab. Nun, wie soll ich sagen? Ich muss los. War mir ein seltenes Vergnügen. Ja,
Ich fühle mich hier auch ziemlich isoliert. Ich sehe Sie doch heute Abend im Club, oder? Oh, richtig. Und vielleicht kommen Sie anschließend auf einen Wein vorbei. Das gibt uns Zeit, etwas mehr über die anderen zu reden. Wäre prima. Danke. So, tja, was haben wir denn noch? Nur noch den Marienplatz. Den Marienplatz. Und ich denke mal, da geht es jetzt in der königlich-bayerischen Hofjagdloge weiter oder beim Anwalt. Ich glaube, beim Anwalt sind wir ein bisschen dichter. Dann gehen wir doch nochmal zu Harald Übergrau und gucken mal, ob der noch eins zu vertollen hat. So, die lecker Sekretärin überspringen wir mal. Ah ja, vermisste Person. Sie sagten, dass Ihre Sekretärin Nachforschung anstellen könnte? Ja, jederzeit. Toll. Ich muss ein paar Zeitungen ansehen und ich habe wenig Zeit. Kein Problem. Was genau suchen Sie denn? Vermisste Personen. Genauer Personen, die in oder in der Nähe von bewaldeten Gegenden verschwunden sind. Und wie weit zurück soll die Suche gehen? 10 Jahre. Okay. Ich brauche Sie am Nachmittag nicht. Bis morgen sollten wir alles beisammen haben. Toll. Danke. Siehste, dann haben wir nochmal hier was in Auftrag gegeben. Können wir auch wieder abhauen. So, und dann würde ich sagen, königlich-bayerische Hofjagdloge. Ich nehme mal an, da geht's weiter. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was man hier noch in München anstellen kann. Und ich erinnere mich, dass das Kapitel auch hier in der Dienerstraße 54 endete. Glaube ich jedenfalls, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Übrigens, Entschuldigung, falls man mein Handy die ganze Zeit hört. Ah, wen haben wir denn da? Herr Neid? Guten Abend. Ihnen auch, Herr Preis. Schweren Tag heute? Oh. Ich habe einen Freund in der Nähe besucht und dachte, ich nehme lieber eine Dusche, bevor die anderen hier ankommen. Ich war ein wenig aromatisch. Schön gesagt. Ja, cheerio, Miss Sophie. Miss Price. Immer rein damit. Immer rennen. Na, wie nett. Ja, eine Dusche, weil man aromatisch ist. Also ich werde jetzt künftig auch nicht mehr meiner Frau sagen, boah, ich bin so durchgeschwitzt, sondern ich werde sagen, ich bin ein wenig aromatisch. So, Herr Preis, was hast du noch so zu erzählen? Hör mal. Herr Preis? Danke sehr. Ja? War er jetzt der Politiker oder war er jetzt der Rechtsanwalt? Ich weiß das gar nicht. Erzähl doch mal was. Baron von Glover sagte, Sie sind Anwalt? Ja. Und glücklicherweise bin ich in der Situation, nur Fälle übernehmen zu müssen, die mich interessieren, da ich genug Geld habe. Ich genieße die Freiheit. Was tun Sie denn so in Ihrer Freizeit? Ich unterhalte.